Herzlich willkommen bei Artist TV und Hanseatic TV. Wir melden uns aus der Sommerpause zurück und wurden heute von dem Metropol-Magazin Opium eingeladen. Die Gründer Christian Dunger, WDI AG und Gunnar Henke, Henke Relations, die erste Adresse für Kommunikation und spannende Netzwerkveranstaltungen. Ja, und wir sind hier am Kai und es wird hier ausgestattet in diesem tollen Restaurant, wo es Seafood gibt, kulinarische Köstlichkeiten und coole Drinks. Und wir werden heute die NP Summer Night erleben und ich freue mich heute wieder bekannte Gesichter aus Hamburg zu erleben, aber auch Gäste bundesweit und sie ihnen vorzustellen. Und wir wissen ja, die Politiker hatten gerade ihre Sommertalks und wir sind ja dafür bekannt, dass wir inmitten der Gesellschaft eben halt auch viele Menschen einladen wollen, Statements zu bringen. Sie wissen, wir sind im Wandel der Zeit, in der Zeitenwende mit dem Sondervermögen, in der Heizungswärmewende oder wie es heißt, oder Energiegebäudegesetz. Und es gibt so viele Themen zu besprechen und vielleicht haben Sie auch etwas Spannendes, was Sie gerne hier heute mitverfolgen wollen. Und dazu laden wir Sie recht herzlich ein. So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, die Party ist eröffnet und mein erster Gast, naja, ist nicht mein erster Gast, es ist ein Gast, aber auch ein Sponsor, denn solche wunderbaren Veranstaltungen funktionieren ja auch nur wirklich mit tollen Partnern. Und du bist der Flo Florian von Zollfrei oder Gindicard? Was ist die Marke und was ist die, wie heißt die Firma? Die Flasche, der Gin, heißt Zollfrei, ja. Und die Firma ist das Gindicard, weil wir uns zur Aufgabe gemacht haben, so ein bisschen den Dopamin für die Freude zu sein und mit dem Gin so ein bisschen das Leben in schwierigen Zeiten schön zu machen. Und dafür haben wir den Zollfrei auf den Markt gebracht und machen als Gindicard Spirituosen. Aber das Leben ja auch zu verlängern, heißt es nicht auch, dass Gin so eine etwas lebensverlängernde Wirkung hat? Die Queen hat doch auch zum Beispiel immer schon Gin getrunken. Ich halte den mal in die Kamera. Ja. Product Placement erster Wahl, wenn du mal kurz die Marke, ne? Ja, du kannst es sehen, aber jetzt sollst du in die Kamera sehen. Ja, wir sind zollfrei, wir machen 40% Volumen Gin, ist ein handwerklich hergestellter Gin, das nennt man dann Handcrafted, ja. Weil es eben nicht ein Compound Gin ist, wo du mit Geschmacksverstärkern oder mit Geschmacksinhalten arbeitest, sondern natürliche Destillate werden zu einem geilen Stoff zusammengebraut und ich glaube, dass der lebensverlängernd ist, weil ich bin zwar schon ein bisschen älter, aber ich fühle mich jeden Tag jünger und von daher muss irgendwas daran stimmen an der Geschichte. Ob ich so alt werde wie die Queen, weiß ich nicht, aber ich arbeite dran. Ne? Wo wird denn dieser Gin produziert und hergestellt? Weil da steht ja zollfrei. Normalerweise müsste man annehmen, der Zoll ist, winkt gleich durch und sagt, ach so, das ist zollfrei, einmal durch. Ja, also die Idee ist schon, dass wir den so ein bisschen, weil der qualitativ so hochwertig ist, zum günstigen Preis anbieten. Das schaffen wir nur, weil wir ein bisschen rumtricksen. Natürlich alles legal, aber der kommt aus Grömitz, da wo die Sonne auch zu Hause ist, an der Ostsee. Und wird hergestellt im Nistetal in der Birkenhof-Distillerie. Handwerkliche Fachleute, Familienbetrieb. Und die sind unsere Freunde und mit denen zusammen machen wir das Ding und sind mächtig stolz drauf, jetzt seit 2 Jahren unterwegs zu sein. Und wie du sagst, es ist ja eingangs, es kommt nur mit Sponsoren zustande, aber so eine Veranstaltung wie hier kommt ja auch nur zustande, wenn jemand sich die Mühe macht, einzuladen, das zu organisieren und auch die Leute anzusprechen. Und dann ist man immer gerne als Sponsor mit dabei. Wenn sich jemand die Mühe macht, mal einen Schluck zu nehmen, nicht? Ich meine, wir probieren jetzt wir mal. Wir leben ja davon, dass es konsumiert wird. Mhm. Ne? Kaufen, drum wohl. Normalerweise lerne ich ja Getränkehersteller immer auf der Internorga kennen. Seid ihr da auch irgendwie präsent? Ja, waren wir Internorga dieses Jahr. Schöne, große Veranstaltung. Ja, ist auch lecker, aber man merkt daran, dass du heute noch was vorhast und arbeiten musst. Ich nehme die Schlücke nicht aus dem Strohhalm. Ach so, weil ach so, dann, das ist ja, der richtiges Trinken beginnt ja, wenn man das Zeug auch runterstellt. Gleich, wenn die Kamera aus ist, dann. Wir sind in der Norga auch jetzt demnächst wieder in Husum Anfang nächsten Jahres. Also Messen sind ein wichtiger Bestandteil, aber auch Holy Shit Shopping hier in Hamburg und in Berlin. Wo ein bisschen Weihnachtsmarkt läuft. Wo man euch erlebt, bitte sag's gerne in die Kamera. Genau, weil das Schöne an dem ist ja, dass dahinter Leute stehen, die das Ganze herstellen. Also es sind authentische Leute, wir machen das. Der Lennart hier, der mit mir heute dabei ist, ein junger Kerl. Wir vertreiben das, wir laufen auch wirklich von Straße zu Straße, sind präsent auf den Messen und machen das auch noch selber alles. Ne? Was ist die Vision? Hat man da auch eine Vision? Was wird Weltherrschaft. In den nächsten Jahren? Weltherrschaft. Weltherrschaft, natürlich. Nee, bescheiden, wie man ist. Ja, klar. Also da ich 3 Kinder habe, würde ich gerne so wirtschaftlich auch erfolgreich sein. Ja, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen mit dem Spaß, den du an einem Produkt hast. Und Spirituose vereint halt so mehrere Sachen. Du kannst ein tolles Produkt machen, das Leute gerne konsumieren. Es ist ein Verbrauchsprodukt. Ja. Und also die Vision ist es, damit erfolgreich zu sein und das dann auch in andere Hände, sprich in Kinderhände, irgendwann mal weiterzugeben. Und das bauen wir jetzt gerade auf und haben so anfänglich in der Corona-Zeit schwer zu kämpfen gehabt, aber mittlerweile fängt es an, wieder ein bisschen spannender zu werden. Solche Veranstaltungen wie heute sind aber toll. Aber die ganze Wirtschaft ächzt ja im Moment. Ne? Also wie gesagt, jeder hat sein Gepäck zu tragen. Aber wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen, dass du halt so am Abend noch mal ein bisschen Alltagsurlaub machen kannst und mit einem Schluck Gin. Genau, und jetzt haben wir auch noch Cannabis bald. Also alles wird noch lockerer. Ist das schon soweit? Es ist schon soweit mit dem Cannabis. Ich komme aus dem Urlaub, also ich weiß das nicht. Werde ich heute auch übrigens thematisieren mit dem Cannabis. Alles klar. Ich danke dir
zuletzt nochmal vielleicht irgendeinen Kontakt, wie man dich erreichen kann, wie man Florian... Ja, man kann Flo gerne erreichen über zollfrei-einkaufen.de ist unsere Webseite. Meine persönliche Mobiltelefonnummer gebe ich dir nachher noch, die verrate ich jetzt nicht. Und ansonsten zollfrei googeln im Netz. Wir sind bei den gängigen Online-Anbietern verfügbar und immer mehr im norddeutschen Raum bei Edeka, Rewe. Und freuen uns über jeden, der sich mal den Spaß macht, uns auszuprobieren. Schreibt uns über einen Instagram-Account und dann gibt es auch sofort eine Antwort. Die mache ich sogar noch selber. Seid ihr toll gelistet, ihr Edeka. Mensch, toll. Wir geben uns Mühe. Vielen Dank, Flo. Ich habe zu danken. Und einen schönen Abend und wie gesagt, kredenze deine Getränke heute. Sehr zum Wohl. Schönen Abend. Auf euch. Ja, wir sind gerade eingetroffen und auch da schon die ersten Gäste hier. Zwei bezaubernde Damen, die man sieht. Guck mal, hier Aperol Spritz, genau. Aber sonst ist noch alles leer und wir wollen natürlich auch vielleicht nachher nochmal die Künstler interviewen und auch die Kreativen hier ein bisschen hervorheben. Wir sind ja Artist TV und Hanseatic TV und hier erleben wir schon die Gäste, wie sie gerade eintreffen. Toll, tolles Ambiente. Restaurant am Kai kann ich nur empfehlen mit einer wunderschönen Aussicht hier. Auch das Buffet ist schon hier gerichtet. Ach toll. Mein Gott, ich glaube, ich lege die Kamera kurz zur Seite und genieße erstmal das Buffet. Hier schöne Knabber-Spezialitäten. Mal sehen, wer die heute vielleicht gesponsert hat. Ja, und die Gäste treffen langsam ein und bekommen ihren Begrüßungsdrink. Dann freuen wir uns gleich auf weitere Gespräche. Ja, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, und hier sind die Empfangsladies. Wenn ihr euch mal ganz kurz vorstellen würdet. Anna, Nastassja. Nastassja, was sind denn eure Aufgaben hier, Anna und Nastassja? Wir begrüßen die Leute und verteilen diese wunderschönen Ärmchen, Bändchen für die Ärmchen hier heute. Die VIP-Bänder, ja? Ja, natürlich. Wie seid ihr gebrieft worden? Wer darf hier durch und wer hat hier absolut nichts zu suchen? Also wir haben eine ganz tolle Liste bekommen und jeder, der auf der Liste steht, der darf auch rein. Und bekommt so ein Bändchen. Und wenn die ein Bändchen haben, dürfen sie durchgehen. Jetzt wissen wir Bescheid, ne? Nur das Who is Who von Hamburg, oder? Eben, natürlich. Natürlich. Vielen, vielen Dank. Gerne. Sehr gern. So, es sind jetzt gerade die Gäste eingetroffen, wenn ich mal kurz um ihren Namen bitten darf. Ja, Heike Paulus. Heike Paulus? Ja, richtig. Ja. Erich oder Pauli? Pauli? Ja. Paulus und Pauli. Ja, genau. Sind Sie ein Ehepaar, darf man das fragen? Dann tragen Sie welchen jetzt Ehenamen? Pauli? Paulus. Nee, Paulus ist unser Name. Also nicht St. Pauli. Nein. Sie sind heute auch zu Gast. Ich denke mal, alles Entscheidungsträger heute Abend, die hier auch ein bisschen was zu sagen haben. Ja. Und bei Gunnar Henke eingeladen sind, darf man fragen, in welcher beruflichen, sag ich mal, Position Sie sind. Vielleicht die Dame zuerst. Die Gattin. Ich bin freiberuflich selbstständig. Ja? In welchem Bereich, mein Freund? Oh, lassen wir das mal jetzt. Aber hier, Herr Pauli, jetzt lassen wir es raus. Ja, wir haben schon ordentlich gearbeitet und wir sind jetzt kurz vorm Ruhestand. Wir lassen das jetzt mal ganz gemütlich jetzt angehen. Jetzt nur noch alles. Passives Einkommen genau, ab jetzt. Genau. Ja, genau. Welche Branche, Herr Pauli? Ja, ich hatte ein Speditionsgeschäft. Wieder einer. Ich hatte Herrn Kühne vor kurzem vor der Kamera. Kühne? Ja. Das war auf Mallorca. Kühne Nagel. Ja, den hatte ich. Oh, obwohl er gar nicht gerne Interviews gibt. Das ist ja ein richtig großer. Ich habe mit ihm geredet über das zukünftige Staatstheater oder Oper, was er da gerne machen möchte in der Hafen City oder über sein HSV und so. Ja. Und diese also fetten Dividenden, die der gerade bekommen hat. Ja. Also machen Sie auch Speditionsgeschäft? Ja. Ja? Habe ich gemacht. Jetzt. Haben Sie gemacht. Jetzt lassen wir es schön ausklingen und genießen und das Leben. Und waren unter Pauli und Nagel bekannt? Oder Kühne und Pauli? Nee, Paulus war das unter denen. Paulus? Paulus, ja. Und haben Sie da bestimmte Bereiche, die Sie da abgedeckt haben? Ja, ich habe hier Hamburg ganzen Container-Tracking und so weiter gemacht. Toll. Sie sind mit Ihren Karan schon auch gut befreundet oder gut bekannt? Ja, ich kenne sie so. Ja, man kennt sich. Ja. Und was ist denn, wenn Sie so sagen, jetzt so... Es geht jetzt dem Ruhestand entgegen. Was sagt man da so für schöne Träume und Pläne, die man hat sich man nicht... Noch ja, wir sind ja, reisen ja, wir sind ja im Winter immer auf den Kanaren. Ach, schön. Immer 4-5 Monate, je nachdem. Auf Gran Canaria. Aber nicht Gran Canaria oder doch? Nee, wir sind auf Teneriffa. Gran Canaria kennen wir aber auch sehr gut. In jungen Jahren haben wir da auch schon gelebt. Wo denn da? So Porto de la Cruz oder... Nee, wir sind da in, wie nennt sich das? Chayova. Ja? Und da, ich meine, das ist ja immer Sommerzeit, das ist ja immer Sommer, genau, ne? Genau. Also wozu im Leben stehen, wenn man auf den Riva sein kann, nicht?
Und da golfen Sie und spielen Tennis? Oder? Was soll Spaß machen, ne? Na gut, ich will nicht zu viel fragen. Ansonsten noch einen schönen Gruß an vielleicht die Gastgeber oder irgendwas. Aber sehr gerne. Ja. Ja. Ganz herzlichen Dank, an den Markus und seine, an die Steffin und auch an Nats, das ganze Team auf jeden Fall. Oh, toll. Ganz herzlichen Dank. Das ist eine herzliche familiäre. Wir freuen uns auf diesen Abend. Vielen, vielen Dank. Okay. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir sind inmitten der NP Summer Night und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wofür stehen die Initialen NP? Wer ist denn von Ihnen N? Mr. N? Das ist es. Ich. Mit vollständigem Namen, bitte. Thorsten Nartz. Nartz. Mit genau, mit Nordpol. Und Sie sind Herr? Ich bin der Markus Pape. Wer denn auch sonst? Der Mann der Stunde. Absolutely. Und es hieß, Sie sind sehr kameraaffin, Sie sind gerne extrovertiert. Total geil auf Erzählen sowas. Erzählen Sie doch mal was über das Unternehmen, weil wie gesagt, die NP Summer Night, wofür die stand, das wussten wir nicht. Jetzt wissen wir, Sie sind die Hauptsponsoren. Ja. Und dann erzählen Sie gerne mal was über Ihr Unternehmen. Sie sind Projektierer sowas. Jawohl, wir sind der klassische Projektentwickler. Und es gibt uns seit 1999. Ja. Wir sind im Geschosswohnungsbau tätig. Aktuell, ich würde mal so sagen, zwischen 800 und 1000 Einheiten im Bau. Ja. Oder in Planung, Umsetzung. Und heute war es uns einfach ein Anlass oder war es uns wichtig, während überall in der Presse, überall steht, alles ist negativ, alles ist schlecht. Da wollte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ja, Entschuldigung, dass ich da bin. Die Baubranche? Ja. Sie ist tatsächlich so. Ja. Und wir haben jetzt heute gar keinen besonderen Anlass. Ja. Es geht einfach nur darum, einfach Danke zu sagen. Ja. Auch an oder insbesondere an die Handwerker, an alles, was drumherum ist. Toll. An die Menschen, die mit uns das arbeiten. Das ist ja eine High Society, heute Party mit Handwerkern dann. Genau. Ja, ja. Komplett da, Betriebsfeier ist es auch, alles neu. Also Sie sind wirklich alle da? Also ja? Handwerks, ich würde mal sagen, das ist hier heute sagen für uns ein Richtfest Deluxe. Ja. So würde ich das mal sagen. Sagen Sie mal, Sie hatten es ja gerade eben angesprochen, der Baubranche geht es ja nun wirklich nicht gut. Steigende Energiepreise, Personal überhaupt, also wie gesagt Fachkräfte, Energiepreise, dann diese Bürokratie. Also es ist ja, also Ihnen würden ja nur Steine in den Weg gelegt. Oder wie sehen Sie das? Ja, grundsätzlich ist das sicherlich ein Stück weit so. Allerdings sollte man dabei berücksichtigen, dass bei uns, wir haben weder Handwerkermangel, bei den Handwerkern, die mit uns gemeinsam arbeiten, ich sage bewusst nicht die für uns arbeiten, sondern die gemeinsam mit uns arbeiten. Und da ist es tatsächlich so, dass wir aber seit 1999 zum Beispiel immer noch den gleichen Elektriker haben, immer noch das Ganze und den gleichen Putzer, den gleichen Estrichleger, all diese ganzen Sachen, Fensterbauer. Das heißt, wir sind sehr konstant, was diese ganzen Sachen angeht. Ja. Und sind immer fair und vernünftig mit unseren Handwerkern umgegangen. Auch in den Zeiten, wo es vielleicht mal nicht so gut war. Und wir haben nie auf ein anderes Pferd gesetzt und immer dabei geblieben also und haben uns gesagt, ja. Stehen dann zu Ihren Mitarbeitern. Absolut. Und die werden dann nicht irgendwie freigestellt? Nein. Die werden weiter... Nein. Und auch, Herr Nartz, können Sie auch mal was ergänzen? Nein, es ist... Wir nehmen der ruhige Teil von uns. Nein, ich würde aber auch Ihre Gefühlsempfindungen zur Baubranche und auch zu Ihrem Unternehmen da. Baubranche ist in Ordnung. Das ist aber das Thema Bürokratie, was alle im in den Medien genau, auch sagen, genau. Das haben wir auch.
egal was man anfängt, das Bürokratie wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Was sind denn das für Gebäude? Also ist es gewerbliche Sachen oder sind das private? Also es ist der klassische Wohnungsbau, aber im Geschosswohnungsbau. Ja. Und auch, was wir jetzt immer mehr bei uns auf der Fahne haben, ist der geförderte Wohnungsbau. Also sprich nicht der, also jetzt normal heißt es ja immer der soziale Wohnungsbau, aber sozialer Wohnungsbau ist sehr negativ behaftet, der Begriff des sozialen Wohnungsbaus. Und deswegen haben wir auch gesagt, nein, bei uns ist es in den Köpfen auch eher der geförderte Wohnungsbau. Meint aber dasselbe, oder? Es meint dasselbe, es ist im Kern dasselbe, nur mittlerweile heutzutage ist, ich sag mal, der Busfahrer, die Krankenschwester oder die Busfahrerin und der Krankenpfleger oder wie, da keine Ahnung, wie sowas halt heißt, gendern ist jetzt nicht ganz meine Paradedisziplin. Aber da ist es natürlich schon so, dass auch viele, viele drumherum schon mittlerweile auf diesen geförderten Wohnungsbau angewiesen sind. Und da hat es nichts mehr damit zu tun mit, ich sag mal jetzt, viel trinken, wenig arbeiten, sondern das ist das. Aber es ist ja immer so die Vorgabe pro Jahr 400.000 Einheiten und jetzt ist man, glaube ich, auf 135.000 hängen geblieben. Das ist ja traurig. Es wird ja definitiv nichts. Es kann ja nichts. Es kann nicht funktionieren. Müssen wir jetzt alle anpacken, richtig? Alle schaufeln und loslegen. Also ich, haben Sie ein paar Wohngebiete, die Sie mal nennen wollen? Also bundesweit oder hier mehr in Hamburg? Oder nein, nur regional, regional. Wir haben jetzt aktuell, starten wir jetzt in Lauenburg mit 150 Wohneinheiten. Schön, wir starten in Oldesloe mit 112 Wohneinheiten. Wir haben in Grömitz an der Ostsee noch, ich weiß gar nicht, das ist ein kleineres Bauvorhaben mit 15 Wohnungen, 14 Wohnungen, irgendwie so in dem Bereich. Also wer jetzt eine Wohnung sucht, kann sich speziell... Sollte sich speziell... und darf dann sofort. In 2030 hoffen, dass er... Na, 2030! Nein, auch Bergedorf ist ja auch nicht so weit. Bergedorf, das ist schön. Bergedorf, rein, das ist schön. Sehr schön. Absolut. Ich danke Ihnen für diese Information. Nun gibt es ja auch eine soziale Einrichtung heute, die mitgefördert wird. Kinderlachen. Wir haben Kinderlachen Büchen. Sind Sie da auch connected irgendwie oder sind heute Vertreter da? Ja. Die würde ich gerne dann auch kurz kennenlernen. Ach, das sind Sie auch. Dann erzählen Sie auch das, was ist wichtig bei jeder Veranstaltung, auch ein sozialer Anlass dabei. Also es soll heute nicht nur um Spaß gehen. Also natürlich auch um Spaß. Aber wir haben jetzt aktuell zu dem jetzigen Zeitpunkt fast 30.000 Euro Spenden an diesem Abend gesammelt. Das ist schon ein Hammer. Und es geht tatsächlich darum, deswegen Kinderlachen, um Kindern, die es nicht so leicht haben im Leben, die durch häusliche Gewalt, durch Armut, durch diese ganzen Sachen, sich die einfachsten Dinge nicht leisten können. Und so natürlich auch im schulischen Alltag zum Beispiel. Sie haben einfach keinen Ranzen, keinen Schulranzen, die einfachsten Dinge. Und dadurch natürlich sofort benachteiligt sind im Leben. Und um in diesen Start erstmal leichter zu machen, das ist sozusagen die Basis von Kinderlachen Büchen e.V. Und die Spenden werden zu 100% gehen die da rein. Und alles regional, entschuldige, wenn ich... Das ist der wichtigste Teil des Abends, wenn wir Kindern helfen können. Und es geht dabei darum, dass es um den Kirchturm herum ist. Und also quasi, wir machen es regional. Und wir wollen halt nicht irgendwo weit weg, weil das ist nicht unsere Aufgabe. Irgendwo Schulen zu bauen ist super wichtig. Also Hammer, weil mit Bildung fängt alles an. Aber es ist halt auch wichtig, was bei uns vor der Haustür passiert. Und dem haben wir uns halt nun mal verschrieben. Jeder kann in seinem Umkreis ja auch was tun, nicht? Absolut. Vor der eigenen Haustür. Herr Arzt, wollen Sie noch irgendwas ergänzen? Nein, das ist alles. Also Sie merken, Sie haben hier... Ihren Partner, Gesellschafter, Unternehmenssprecher, PR, Schwager auch noch. Also, da brauchen Sie eigentlich nur noch dabei sein. So eine Gesellschaft, so eine Partnerschaft wünsche ich mir auch. Ja, dann lasse ich sie einfach machen und bin einfach mit dabei. Ja, und wir sehen uns bei der zweiten NP Summer Night. Ich freue mich, fühle mich sehr geehrt und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und Sie haben es toll gemacht hier mit Gunnar Henke und Christian. Ja, das muss man tatsächlich sagen. Also wenn ich noch das so als Abschluss noch verhalten habe, ist es natürlich so, dass man so eine Feier steht und fällt, natürlich klar mit den Gästen, aber auch mit der Location und auch mit Opium, mit Gunnar Henke, mit seinem Team, was sie hier geleistet haben und so. Ist schon und mit Christian wirklich, Dunger, WDI, Opium, Christian Dunger, also, es ist wirklich auf den Punkt. Die besten Parameter, beste Lage, wie man so schön sagt, bestes Zielpublikum, beste soziale Einrichtung vor allen Dingen und ihre Projekte, über die wir wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr erfahren werden. Ne? Da gehen wir aus von. Ja, vielen, vielen Dank. Schönen Abend. Danke. Achso, ich hab ein Foto.
So, nein, das wird kein Foto. Tessie, bitte, da ist die Kamera. So, das ist Tessie, das ist Ronja. Beide gucken mal ganz schön in die Kamera. So, die Party ist im vollen Gang. Und ich habe gehört, ihr seid beide Immobilienladies, kann das sein? Genau. Von Weiß Immobilien, richtig? Genau. Tessie, leg mal los. Jessie. Ja, was ist soll so ich erzählen? Also, wie heißt du denn eigentlich? Ja, ich heiße Sina, aber das ist jetzt mein Interview. Okay. Jessie, da ist die Kamera. Also Sina, ja, wir sind Immobilienladies hauptsächlich. Ja. Also weil es ja jeden interessiert, makeln wir rund um die Alster. Rund um die Alster, rund wo um die denn Alster? Auch sonst, nicht? Überall, wo du willst. Roter Baum, Harvestehude. Also wenn irgendjemand eine Immobilie verkaufen will. In den bevorzugten Lagen. In den bevorzugten Lagen. Aber da habt ihr auch Mitbewerber, das wisst ihr, ne? Ja, aber du weißt ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Genau, ne? Und die Attraktivität zieht ja sowieso mehr, sag ich mal, Immobilienbesitzer an. Also da das hast du jetzt, jetzt gesagt. Sowieso alle. Ronja, und du, was ist so dein Bereich dann da bei Weiß Immobilien? Genau derselbe. Da ist übrigens der Geschäftsführer, den wir gleich mal... Kannst du mal ganz kurz in die Kamera reingucken? Ja, klar. Guck mal hier, ein schicker Typ hier. Sind ja alle Models hier, das kann ja gar nicht wahr sein. Ich bin natürlich eine Ehre, das hier mit unseren beiden Top-Maklerinnen und Geschäftsführerin da zu sein. Ja, da wird der Markt ja verzerrt, wenn hier Beauties mittlerweile noch... So, jetzt kannst du aber immer wieder rausgehen. So, Ronja, also du warst nämlich dran. Ja. Toll. Ladies first, ein bisschen was für die Frauenquote tun. Was für die Frauenquote tun? Ja, Ronja. Ja, definitiv. Also wir haben auch schon einen höheren Frauenanteil bei uns in der Firma. Ja. Meiner Meinung nach sehr vorteilhaft, weil wir einfach ein größeres Einfühlvermögen haben. Guck ruhig mal ein bisschen in die Kamera, weil in die Kamera. Das ist attraktiver, die Kamera und du, das, ihr liebt euch, das passt. Ne? So, das sind dann so Penthouse-Wohnungen, so Villen oder was? Alles von Villen bis Zwei-Zimmer-Wohnungen. Studentenwohnungen, Anliegerwohnungen. Alles, genau. Alles. Auch. Aber nur Alster oder auch Elbe? Ich meine, wenn schon. Auch Rummelsviertel, Sasel, Alstertal, Elbe, Hafen City. Alles, was das Herz begehrt. Genau. Und hier zum Beispiel so der richtige Kundenkreis, hier die Zielgruppen hier bei Henkel Relations, ist das auch so, sag ich mal, das Publikum hier. Genau. Dann lecken Sie in die Kamera, grüßen Sie schön. Ja, komm runter. Ja, genau, also der Gastgeber ist ja auch aus dem Immobilienbereich. Richtig, und ja. Deshalb sind wir hier. Ja. Genau, und mal gucken, was uns noch so heute erwartet. Richtig. Ist ja auch eine tolle Netzwerkveranstaltung. Absolut. Habt ihr im Moment ein Objekt, das ihr gerne mal bewerben wollt? Oder irgendein Thema, was ihr gerne mal heute avisieren wollt? Gibt es irgendwas Schönes bei Weiß Immobilien? Wir wurden umgebrandet oder haben uns umgebrandet in www.weißimmobilien.com. Das wollen wir einmal mitteilen, genau. Und da seht ihr auch alle Objekte und da sind bestimmt spannende Sachen bei. Und welche Position belegt ihr denn so? Also kann man sagen, ihr betreut die Projekte oder so in dem Geschäftsführungsbereich? Genau, ich bin neben Felix Geschäftsführerin jetzt seit 3 Monaten und Ronja ist unsere Top-Maklerin. Ah, schön, ne? Aber du musst dann eben halt auch den Umsatz bringen. Wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Der Druck ist da auf jeden Fall. Der Druck ist da. Viel Druck. Ja. Und wie viel bringt Schönheit so in so einem... Schönheit allein reicht ja kann man Käufer hypnotisieren zum Beispiel? Nein, das Köpfchen, das ist am Ende. Absolut. Seid ihr auch im Ausland tätig? Es gibt ja Makler, die halt auch bundesweit... Sag mal, Leute, also hier... Das ist wieder Felix-Geschäft, das Ausland. Ich kümmere mich nur um Deutschland. Jessie, dann mache ich mal eins, dass ich mir den Felix mal kurz schnappe. Ich finde, ihr habt das toll gemacht. Vielen Dank. Also, wenn, dann nur bei Weiß Immobilien in Zukunft. Wenn, dann nur bei Weiß Immobilien. Also bieten Sie Ihre Properties nur bei Weiß Immobilien an. Und ich habe den Herrn jetzt nicht durch die Kamera laufen lassen. Dann lassen wir aber den Herrn. Felix, vielen Dank. Ja, Sie sehen ja, das ist alles live. Und nun haben wir den Felix, einen stattlichen Mann. Früher war er Model und dann hat er sich irgendwann gesagt, jetzt übernimmt er das Erbe der Eltern und... wird seine Assets da einbringen. Oder? Model war ich nie, dafür hat es nicht gereicht, deswegen habe ich dann mit Immobilien angefangen. Ja? Ja. Aber immer schon, also ich meine, man hätte ja auch zu, wo hast du angefangen, deine Ausbildung zum Beispiel zu machen? Ich habe tatsächlich bei uns lange angefangen zu jobben. Dann war ich bei, genau, ganz früh, man ist ja früh mit reingewachsen in das Ganze und dann war ich bei Engel und Völkers tatsächlich in Berlin eine Zeit, habe da gelernt. Lag mir die ganze Zeit auf der Zunge. Ist ein guter Laden, keine Frage. Und dann bin ich seit einigen Jahren und langer Zeit im Ausland in Spanien, in Barcelona, wieder nach Hamburg zurückgekehrt und darf jetzt unser Unternehmen weiter aufbauen. Ja, ich habe Herrn Völkers auch schon zweimal interviewt, aber der ist ja mehr so außerhalb des operativen Unternehmens. Ja. Ne? Der hat jetzt auf Mallorca, hat er mir zuletzt erzählt, war ich auf der Mallorca Yachtshow, hat er mir erzählt, dass sie da ein Hotel eröffnet haben. Ja, unglaublich. Ja. Was für ein Lebenswerk, unglaublich. Felix, hast du da auch solche, Entschuldigung. Die versuchen es alle. Einige tun es absichtlich. Felix, hast du da auch so eine Vision, später auch so mehr in den Hotelbereich oder irgendwas zu gehen? Ja.
deren Interview. Ich drücke die jetzt alle zur Seite. Nee, in den Hotelbereich tatsächlich weniger. Also wir kommen ja hauptsächlich aus dem Wohnbereich, machen noch mehr im Anlage- und Gewerbebereich und sind ja sehr modern aufgestellt. Das heißt, wir machen selber viel vor der Kamera, deswegen hat man da schon das eine oder andere mal gesehen. Also, habt ihr auch einen eigenen Kanal oder so? Die gute Dame? Ja, Entschuldigung, ja. Genau, wir haben einen eigenen Kameramann, ein eigenes Videoteam quasi, machen da sehr regelmäßig was. Jesse versuche ich ja auch mehr und mehr vor die Kamera zu bringen. Toll, also ihr geht mit der Zeit und versucht auch Social Media zu nehmen. Absolut. Felix, Weiß Immobilien war das, ne? Ja. Ich gucke mir das an. Ja, ich hoffe das. Wir werden uns in Zukunft näher kennenlernen. Würde ich mich freuen. Dankeschön. Danke dir, schönen Abend. Ja, jetzt sehen Sie mal das herrliche Panorama hier am Kai. Dieses wunderbar gelegene Restaurant hier. Große Elbstraße 145C. Und wir gehen hier mal ein bisschen lang. Gucken Sie mal hier. Gibt es auch leckeren Käse, Parmesan mit Nudeln. Oder was sagen Sie, gute Frau? Ja, ist sehr lecker. Sehr lecker. Ja. Was genau ist das hier? Nudeln mit Parmesan. Genau, das sind aber gar keine Spaghetti hier, ne? Nee. Das sind. Nee, ich hab's gedacht. Okay, schönen Dank. So, jetzt gucken Sie sich das mal an hier. Wo soll man sonst seine Gäste und Freunde verwöhnen? Ja, ihr könnt alle schön in die Kamera lächeln. Ja. Wollen Sie mal kurz ein Interview geben? Herr Stefan Raab? Also Stefan Raab war lange nicht mehr dabei. Ja, war lange nicht mehr dabei, ja, aber da bin ich auch einfach raus. Das ist einfach. Wann sind Sie mal raus? Ich kann mit TV Total. Ich bin auch ein bisschen schüchtern. Ich bin auch echt ein bisschen schüchtern. Können Sie, aber sonst davor, ne? Okay, okay. Ja. In 2 Stunden ist er wieder da. Hallo, 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 hallo. Mega Party, kann ich nur sagen. Toll. So, wen habe ich denn da getroffen, Herrn Joachim Steinhöfe? Ich grüße Sie. Ah, guten Tag. Gleich nach dem Boxkampf, ne? Sie haben wahrscheinlich mal wieder ein Rededuell gehabt. Na, es liegt an der Aufregung, weil ich von Ihnen interviewt werde. Da wird jeder nervös. Können Sie einen Schritt mit mir nach vorne kommen? Das macht es intimer und persönlicher. Herr Steinhöfe, ich bin ein großer Fan von Ihnen, weil Sie sind ein Mensch, der wirklich eine direkte Sprache spricht, eine klare Sprache und zu allen Themen auch wirklich eine Haltung hat und nicht so wischiwaschi redet, sondern wirklich Farbe bekennt und dann aber auch oftmals polarisiert. Gibt es aktuell ein Thema, was Ihnen wirklich auf der Zunge brennt, wo Sie sagen, dafür stehe ich immer wieder gerne ein und das möchte ich immer wieder gerne auch, dafür will ich auch wieder immer wieder gerne erklären? Ich glaube, dass es Deutschland gut tun würde, wenn man in der politischen Auseinandersetzung etwas mehr Respekt vor abweichenden Meinungen hätte und sich ab und zu auch mal vernünftig und zivil auseinandersetzt und um die Sache kümmert und nicht immer nur Schubladen aufmacht und einander anpöbelt. Das könnte denn jetzt die Assoziation wecken, dass Sie sagen, auch der AfD müsste man eine Stimme geben, als Beispiel? Ich habe mich sehr, sehr kritisch zur AfD geäußert und ich glaube, wenn man Herrn Höcke hört, hört sich das so an, als schaltet man den Sportpalast an in den 30er Jahren. Das meine ich ganz grundsätzlich, das war nicht auf eine Partei bezogen. Auch zwischen den anderen Parteien herrscht ein Diskurs und eine Tonalität und auch außerhalb dessen in den sozialen Medien, die schädlich ist und die den vielen Problemen, die wir in diesem Land haben, nicht gerecht wird. Wenn man einfach akzeptiert, dass jemand anders eine andere Weltanschauung hat, man setzt sich auseinander und versucht, eine vernünftige Lösung zu finden. Wann findet das noch statt? Im Bundestag argumentieren die Menschen immer nur entlang der Parteilinien, was in der Fraktion vorgegeben wird und plappern das nach. Und auch in den Medien ist es so, ja, die Zeitung ist ja in der Schublade und die Zeitung ist in der anderen Schublade. Ist das Argument richtig oder falsch? Das ist eigentlich, worauf es ankommt. Ja, ja. Aber Sie haben sich jetzt nicht konkret zu einem Thema bezogen. Ich meine, es ist ja in diesem Land überall im Argen. Es gibt ja kein Thema mehr, wo man nicht sagen kann, also da ist mal was richtig gemanagt worden. Also ob wir den sozialen Wohnungsbau nehmen oder Deindustrialisierung, Inflation, Energiepreise. Wo ist denn mal ein Thema, wo wir einen Lichtblick haben? Das gab es doch früher nicht. Dass wir wirklich in alle Himmelsrichtungen zu jedem Thema eigentlich unbefriedigt eigentlich sein konnten. Und man sieht ja auch, die Ampelregierung verliert mehr und mehr an Zustimmung. Nur noch 35%, glaube ich, insgesamt. Das große Problem ist, glaube ich, das, dass viele Menschen glauben, dass es zur Regierung, wie wir sie jetzt haben, keine glaubwürdige Opposition mehr gibt, weil durch die Merkel-Jahre die CDU eben in ihrem konservativen Kern sich im Wesentlichen verändert hat. Und deswegen, und weil die Leute auch das mit dem Nazi-Gelaber nicht, die nehmen das einfach nicht mehr ernst, weil jeder, selbst Sarah Wagenknecht war ja schon Nazi.
Und jetzt laufen die Leute hin und wählen AfD und sagen, es ist mir scheißegal. Und das ist ein trauriges Ergebnis einer gescheiterten Diskussionskultur, jedenfalls auch. Herr Merz, den ich auch selber mal schon mal interviewt habe, bringt ja auch keine wirkliche, auch wie Sie sagten, oppositionellen Gedanken. Ist eigentlich nur noch linear mit den anderen Parteien, aber möchte halt gerne dann die nächste, sag ich mal, Legislaturperiode wahrscheinlich gerne mitleiten, was ihm wahrscheinlich auch gelingen kann. Ich glaube, Herr Merz hat jedenfalls insofern eine sehr gute politische Entscheidung getroffen, dass er Carsten Linnemann, den besten Mann, den ich in der CDU sehe, zum Generalsekretär gemacht hat. Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihren Fällen. Ja? Vielen Dank. Ich sagte gerade eben, wenn ich mich kurz mal zu Ihnen gesellen darf, das dürfen Sie. Ein Bär von Mann, ein Jean-Paul Belmondo-Typ. Kernig, rassig, danke. Der Draufgänger. Also, welchen Film spielen Sie denn das nächste Mal? In welcher Rolle spielen Sie bitte? Rambo. Ihr Vor- und Nachname, wenn ich mal fragen darf. Meiner? Ja. Peter und? Rambo. Naja, kommen Sie, das ist Ihr Künstler. Peter Manning? Ja. Peter Manning, wenn man so aussieht wie Sie, dann denkt man so, das ist so ein Typ, so ein Machertyp, so ein Alpha-Typ, voll von Testosteron, ein Mann, der klare Worte redet. Ihr Wort ist Gesetz. In welcher Branche sind Sie denn? Immobilien. Ach, das ist schon das wieder jemand. Das ist leider das Problem dieser Veranstaltung. Ja, das ist eine reine Immobilien-Veranstaltung. Ja. Nein, nicht Verkäufer. Ja. Und was verkaufen Sie denn auch in den besten Lagen? Gar nichts. Gar nichts. Sie haben nur Assets und die, auf denen stehen Sie. Und die behalten Sie. Wir. Also ich habe ja Herrn Völker schon sehr oft interviewt, wirklich wahr. Oder Herrn Marcel Remus, also auch so Lichtgestalten, sag ich mal. So sind Sie auch so Menschen? Ja, aber Menschen? Das sind ja nur Makler. Das sind nur Makler. Und Sie sind dann? Entwickler, ach so, Projektierer, kann genau. Man sagen. Das heißt, Sie haben irgendwo hier in Hamburg oder auswärts oder bundesweit irgendwelche schönen Anlagen, kann man das so sagen? Kann ja? Man so sagen, ja. Ja? Nicht nur in Hamburg. Oi, es jetzt. Gibt ja noch eine schönere Stadt. Bremen, Hannover. Schöner als Hamburg? Ja, sagen Sie mal, das dürfen Sie aber jetzt schwer hier nicht. Vorstellbar. Auch. Ja. Und für welches Fußballherz schlägt Ihr Herz? Naja, das hat gestern ein bisschen. Ja, der Bremen hat ja nicht bisschen, so gut abgeschaut. War ein bisschen geknickt gestern. Ja, eben, ne? Also, der Kane hat endlich bewiesen, dass er Tore schießen kann. Auch hier Harry in Bayern, Kane. Ne? Harry Kane, genau. Also, Peter, soll ich ja sagen, ne? Ja, Manning. Das darfst, Herr ja. Manning. Peter Manning. Also, du bist Projektierer und von Luxusanlagen oder von Altersheimen und Seniorenheimen? Ja, ist ja auch also das so, suche ich mir mal später aus. Na, ich meine, das ist ja wirklich. Aber auch sowas haben wir im Portfolio. Ja, ich wollte. Alter Schwede. Also zukunftsträchtig sind ja auch Seniorenheime, ja. Altersunterkünfte. Und wenn man uns so anschaut, haben wir doch eine Perspektive dann. Ne? Ja, so in den nächsten 30, 40 Jahren können wir auch mal vorsprechen. Ne? Aber dann habe ich ja bei Ihnen gleich die erste Adresse. Gibt es denn irgendeine Prestigeanlage, über die man auch so spricht? Oder sind Sie mehr so im Stillen und machen das alles so richtig schön? Genau so machen wir das. Ach Mensch, Manning, nun hau mal einen raus hier. Nein, im Schatten der Großen kann man gut leben. Im Schatten der Großen? Sie sind doch selber ein Großer. Nein. Sie sind mindestens noch 10 cm größer als ich. Ja, aber trotzdem. Ja, so reingewachsen oder gab es auch früher mal andere, sag ich mal, Interessen? So reingewachsen. Als Draufgänger, Schauspieler? Mal irgendwas Untriebiges gemacht auch? Peter? Viel Blödsinn früher. Wir wollen den Peter ja kennenlernen. Ne? Wir wollen ja nicht nur Peter, den gutbürgerlichen, soliden Projektierer, sondern auch mal so in die Vergangenheit so ein bisschen schauen. Ja, das wollen Sie nicht. In die dunklen Seiten. Nein, das wollen wir auch nicht. Wenn man hier wüsste, dass die Leute alles so lieber nicht. Lieber nicht, ne? Lieber genau. Nicht. Also Peter Manning, gibt es irgendwie ein Projekt, wo du gerne noch mal was sagen würdest, wo sich Interessenten vielleicht dann doch jetzt hier an dich wenden können? Weil nein, ich glaube im Moment nicht, okay. Weil wir uns im Moment sehr... Ich würde mal sagen, wir verhalten uns im Moment wie die Igel bei der Paarung. Okay, dann sehr die letzte Frage. Wie firmierst du denn, wenn man trotzdem Interesse hat, dich kennenzulernen und deine Projekte? Gibt es da eine Website oder? Ja, gibt's die Firma Arthur. Arthur. Arthur Grundbesitz, Arthur Immobilien. Mit TH oder mit RT? Nee, A-T-O-R. A-T-O-R, Arthur. Einfach Arthur. Arthur, Mensch, das klingt ja wie... Arthur. Ritter der Tafelrunde, Arthur, ja, Arthur. Und gute Dame, Sie machen ein schönes Bild, also gucken Sie gerne in die Kamera. Toll. Und dann haben wir natürlich noch eine kleine Kaffeemühle, Kaffeehaak. Kaffeehaak. Wie, was haben Sie mit Kaffeehaak zu tun? Naja, wir haben die Immobilie gekauft. Oh, jetzt aber. Blödsinnigerweise. Jetzt kommen die Namen. Wieso? Lohnt sich das nicht da? Ja, Kaffee zu rösten oder was kommt denn da? Viel zu Arbeit. Viel zu Arbeit. Ja. Peter, du bist ein toller Gesprächspartner gewesen. Und die Menschen lieben das. Wirklich tolle Persönlichkeiten, wenn denn hier nicht mal irgendwelche Hände in die Kamera rein. Ja, aber er will ja auch hier. Ja, er ist Dirigent. So, vielen Dank. Danke, vielen Dank Peter. Und tschüss. Schönen Abend. Ja, Gunnar Henkel, herzlichen Dank erstmal wieder für eure Einladung. Das Metropol-Magazin.
Magazin Opium hat heute wieder geladen zur NP Summer Night. Und du bist der Mitbegründer mit Christian Dunger, WDI AG und Henkel Relations. Und erstmal dafür vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ja, heute wieder ein ganz exklusives Zielpublikum. Und NP ist heute so der Hauptsponsor, meine ich, der Hauptprojektierer auch für sein eigenes Unternehmen. Wir haben sie gerade interviewt. Wie kam denn da so die Verbindung zustande? Und wenn du allgemein mal was über dein Netzwerk sagen würdest und was eure Agentur so besonders macht, eben halt auch für andere Kunden. Ach, was macht uns besonders? Also, wie fing alles an? Also, man lernt jemanden kennen, man findet sich irgendwie sympathisch und dann macht man irgendwann was zusammen, um vielleicht noch ein bisschen dichter zu rücken oder näher zu rücken. Und genauso habe ich das auch mit dem Markus gemacht und also, glaube ich, das passt alles ganz gut zusammen. Und wir haben schnell eine schöne, tolle Location hier gefunden bei Enzo. Und, am Kai, Restaurant am Kai. Das ist natürlich irgendwie eins meiner Lieblingslocations, weil du natürlich direkt an der Elbe bist, im Herzen von Hamburg und ist direkt am Wasser und ich finde es traumhaft schön. Also kann ich nur empfehlen. Wo ist denn dein Partner heute, der Christian Dunger? Ist der mal wieder auf Weltreisen? Weil sehr oft ist der ja sehr weltweit unterwegs mit seinem Unternehmen WDI AG. Ja, der Christian ist viel unterwegs, aber in dem Fall ist er ausnahmsweise mit seiner Familie mal im Urlaub. Oh. Und das sei ihm auch gegönnt und hat aber dann heute auch schon gewhatsappt und sagte, viel Spaß, schade, dass er nicht dabei ist, aber er braucht auch wirklich mal eine kleine Auszeit. So wie wir alle. Was gibt es denn mal in Zukunft wieder zu erfahren? Also Veranstaltungen, die du weiter ausrichten müsst, möchtest du da was avisieren oder allgemein über euer Unternehmen sagen? Also es gibt ganz viel. Also wir haben jetzt nächste Woche die Petroheads. Das ist eine wunderschöne, tolle Ausfahrt, sag ich mal, die mit Luxury Sports, Classic Cars stattfindet, aber auch mit der E-Mobilität, wo wir auch ein tolles Placement, ein tolles Feld zusammenbekommen haben wieder dieses Jahr. Und da kann man eigentlich auch stolz drauf sein. Es sind 30 Fahrzeuge. Und machen so einen CO2-Nachweis, falls jemand dann nochmal der Meinung ist, dass da nicht alles koscher läuft mit den qualmenden Kisten, was ich eigentlich gar nicht so schlimm finde, weil viele Oldtimer sind ja viel, viel nachhaltiger als vielleicht das ein oder andere E-Fahrzeug, was rumfährt. Gibt es etwas abschließend, was du dir noch wünschen würdest in Zukunft, was die Politik vielleicht auch für die Veranstaltungswirtschaft tun kann? Auch die Restaurants haben ja bald zu beklagen, dass wieder die Mehrwertsteuer auf 19% hochgesetzt wird. Also es ist nicht unbedingt ideal, sieht nicht unbedingt ideal aus am Wirtschaftsstandort Deutschland. Also gibt es da Themen, wo du sagst, das bewegt dich oder das betrifft dich persönlich oder allgemein, wo du sagst, das würdest du dir wünschen? Ja. Also ich glaube, je näher man an einer Politik dran ist, je mehr betrifft einen das auch. Und man hat natürlich viele Wünsche, man hat viele Zweifel, aber ich glaube, das war bei uns früher in der Familie, wo der Vater irgendwie gesagt hatte, Mensch, das kann ja nicht wahr sein, jetzt sagen wir wieder, das kann nicht wahr sein. Ich glaube, dass Deutschland noch extrem gut dasteht. Wir sollten unsere Steuern zahlen, mit den Steuern bewirkt man viele gute Sachen. Jetzt zahlen die höchsten Steuersätze sowieso. Ja, es ist so, aber uns geht es auch verdammt gut. Ja. Das muss man einfach mal so mit ins Kalkül ziehen und dementsprechend denke ich mir, ja, es gibt eine ganze Latte, wo man sagen würde, kann ich nicht verstehen, verstehe ich gar nicht. Optimierung, ja, aber ich glaube, das gab es immer. Ich danke dir. Ich danke dir und nochmal, du bist ja Mitbegründer des Metropolmagazins Opium, dass die Leute das auch nochmal heute wissen. Und ihr habt eine soziale Einrichtung, die unterstützt Kinderlachen, Büchen e.V. Auch wichtig und toll, das zu wissen. Und du bist die erste Adresse für Veranstaltungen. Ich glaube, das ist auch eine schöne Geschichte. Das werden wir auch häufiger machen, wenn ich das nochmal betonen darf. Weil wir werden häufiger jetzt so eine Veranstaltung machen, wo wir Menschen einladen, aber vielleicht auch mal sagen, Mensch, es gibt auch andere Menschen, denen es nicht so gut geht, auch bei uns in unserem Umfeld, in unserem Umkreis, und für die tun wir was. Und hier sind über 26.000 Euro zusammengekommen und vielleicht ist das einfach mal eine Geschichte, wo man sagen kann, vielleicht machen das andere Veranstalter auch. Und du weißt ja, dass Lisa Paus von den Grünen jetzt auch die Kindergrundsicherung unbedingt durchbringen will für Leute, die nicht unbedingt in die Grundsicherung wollen, sondern dann eben durch die Kindergrundsicherung dann entlastet werden können. Also auch da wieder sozial benachteiligte Menschen. Auch ein umfangreiches Thema wieder. Genau, und deswegen vielen Dank, dass du sozial benachteiligten Kindern hilfst mit vielen tollen, starken Partnern. Dankeschön, Bruder. Danke. What was I gonna do? I let myself go.
Brigitte, bitte zu meiner Rechten, noch ein bisschen nach rechts. Katrin, zu meiner Linken, bitte. So, wir haben jetzt hier gerade ein Dream Team. Und zwar die Katrin Wachholz, übrigens, lange nicht mehr gesehen, ja. Von der Agentur. Nicht? Und die Brigitte Seeli, Seeli Relations oder wie soll man das? Seeli Communicated, das weißt du doch. Ich weiß, Seeli Be Communicated. Ihr seid ja zwei wirklich starke PR-Ladies. Normalerweise sieht man euch ja nur im Konkurrenzkampf, euch PR-Ladies. Aber, ja, aber bei euch, nein. Aber ihr liebt euch. Nein. Ja, nein. Aber wie kommt denn, dass das hier mal Liebe ist? Das ist ja unglaublich. Weißt du was? Ja. Es kommt wichtiger, das Gemeinsame, das ja. Miteinander ist viel wichtiger als das Gegeneinander. Toll. Und alles andere ist nicht authentisch. Ist nicht authentisch, richtig, nicht? Genau. Habt ihr denn auch mal schon zusammen mal was irgendwie realisiert oder wäre das mal eine Option? Ja, das haben wir. Na, ja, dann tatsächlich. Mal aus, bitte. Das ja, wir haben so einiges zusammen ja? gemacht. So also? Zwei, drei Sachen, über die wir leider nicht reden dürfen, weil die oh. sind noch geheim. Genau. Ja? Oder irgendwas, was ansteht in Zukunft? Kindern zum Beispiel. Oh. Genau. Kinderprojekte? Ja, oh, genau, toll. Tatsächlich. Auch dürfen wir auch nicht genau. avisieren. Dürfen wir leider nicht drüber sprechen. Könnt ihr denn über irgendwas Schönes in diesem Eventbereich reden, wo ihr zusammengekommen genau, seid oder wie ihr euch kennengelernt habt? Das muss man ja auch mal sagen, ja. zum Thema PR und so weiter. Ja. Wir wurden ja auch von Gunnar Henke eingeladen. Ja, natürlich. Also von daher, und das ist ja kein Konkurrenzkampf. Ja, genau. Ja. Wir mit haben kein Konferenz. Keinen. Ein Event habe ich mit dir aber auch mal erlebt, das weiß ich noch. Ja, damals. Welches denn? Ich auch begleitet habe, das, wenn ich das erinnern würde. Es waren so viele Events, du hast ja auch so viel gemacht. Ja, das stimmt. Nicht? Ja. Aber ihr beide, was verbindet euch? Ich glaube, ihr seid sehr, also man merkt so, die Chemie hier ist eine Wärme, eine Herzenswärme. Also von meiner Seite aus, ich akzeptiere, ich akzeptiere sie, ich respektiere sie und finde, sie ist eine tolle Frau. Die Frau ist Frau ist, Mama ist. Guck mal, und als ich dich kennengelernt habe, da warst du noch nicht Mama. Nein, wir kennen sie auch schon lange. Oh. Business Lady ist ja. und authentisch. Okay. Noch willst du das ergänzen? Also jetzt? Ja, also nicht ergänzen, sondern zurückgeben. Weil Brigitte Seeli ist ja aus dem Konzern und hat halt als Frau in einer männerdominierten Area ja, genau. ein Produkt geschaffen, ja, und ist trotzdem immer noch Frau geblieben und ist eine Marke geworden als Angestellte ja im Prinzip und macht jetzt ihr eigenes Ding. Ich ja. finde, das ist bewundernswert. Ja. Und das, also was hast du denn dann zu ihrem Alleinstellungsmerkmal zu sagen? Wie ist sie so als Typ? Sie ist als Typ, sie ist Frau, sie ist straight, sie ist sympathisch. Ja, sie ist Mama. Sie ist Mama, sie hat was drauf, ist intelligent. Ja, und ich mag sie ja. sehr gerne. Ja, ich mag dich auch sehr gerne. Also ich möchte heute mal nochmal einen Dank aussprechen
Danke, lieber Gunnar Henkel, dass du hier so viele PR-Profis zusammen vermittelst. Das ist nicht nur eine Konkurrenzsituation, sondern einfach auch eine Wertschätzung, dass man im Business die wirklich Guten, dass die zusammenhalten und jeder findet seine Kunden. Und wenn Sie Brigitte Seligan mal kennenlernen wollen, be communicated, Seli, be communicated. Ja. Und Martin Bachholz, Agentur. Richtig, ja, sehr schön. Bisschen Zungenbrecher heute, ne? Wir danken dir. Ja, ich danke euch auch, ne? Okay. Das war auch sehr authentisch, das Interview, glaube ich. War das überhaupt ein Interview? Danke. Es war Spaß. Ja, liebe Zuschauer, jetzt hier draußen natürlich auch viel los. Es ist ja auch schwül warm heute und dann hier diese beiden hochherrschaftlichen Männer, genau. Einige hier heute im Beachclub auch, ne? So ein Beachlook, ne? Ja, ein bisschen Hawaii ist immer gut. Bleiben Sie mal stehen, Mr. Hawaii. Ich habe Sie nämlich vorhin gesehen. Ja. Sie waren einer der lockeren Männer, wenn Sie auch ein bisschen näher kommen. Mr. Dustin Hoffmann, Sie sind so richtig reingedanced hier am Bodenteppich. Sie waren lass die Kamera. So locker. Sie waren so locker und kamen so richtig so mit Swing und so. Ne? Sind ehrlich. Sie zufällig Musiker? Nein. Sind Sie zufällig Immobilienmakler? Wir sind hier so nur Immobilien. Nein, aber wir hätten hier einen anderen, aber... Ah, hier. Wir kennen sich damit aus. Also Herr Hoffmann, Dustin Hoffmann, Hollywood ist auch wieder da. Ich finde es so schön, wenn es Männer gibt, die Hollywood-Schauspieler so ähnlich sehen. The Rock zum Beispiel da. Oh, das ist nicht schlecht, ne? Das ist immer der Größe hier. Also, aber das bitte mal Größe. Ihren Namen, damit wir auch wissen. Michael Kroll. Michael Kroll, Kroll. Da klingelt aber irgendwas. Ja, Herr Kroll, haben Sie Immobilien? Kann sein, ja. Kann sein. Ach, du sollst nicht so bescheiden, wirklich. Mal dezent. Hast du denn selber Immobilien? Ja, nee, ich habe Assets auch tatsächlich. Ja, aber ich habe heute das nur Immobilienmakler und Projektierer. Naja, Grundsteuer und dann Wärmewendung hier, Wärmepumpen. Das heißt ja, wir bauen alle zusammen. Jeder hat dann mit dem Team zu tun. Der eine kauft, der andere verkauft, der andere handelt. Vielleicht, ja. Kroll-Immobilien? Heißt das richtig Kroll-Immobilien? Ja. Oder ist das zu einfach? Zu einfach gedacht. Ja, lösen wir auf. Ja, genau. Kroll-Immobilienberater. Kroll-Immobilienberater. Ja, genau. Okay, Sie helfen anderen Leuten, Probleme zu lösen, die man ohne Sie nicht hätten. Deine Trennungsimmobilien verkaufen wir. Und was macht der Herr? Dann erzählen Sie mal doch über den da. Der soll gar nicht über sich selbst reden. Ich kann das viel besser. Ja, aber, oder sag mal, The Rock, komm. Nein, komm. Aber, gib mal jetzt wirklich also, Input. Ich mach Maschinenbau, drehen, fräsen, schleifen, erodieren, alles, was mit Maschinenbau zu tun hat. Okay, also Zulieferer für Lufthansa-Technik zum Beispiel, Hamburg oder für Körper AG, Zigarettenmaschinen. Zu dem Flug von Frau Annalena Baerbock, die 160 Tonnen Kerosin mal eben mit der Konrad Adenauer ablassen musste, weil das Flugzeug defekt war. Naja, wer kann, der hat, der kann passieren. Alles gut. Die wollte doch nur auf die Fidschi-Inseln. Ja, das ist also was so ein kleines Sie, Problem, könnte auch Thema immer mal passieren. Das Thema interessiert Sie nicht, es muss auf die Fidschi-Inseln gehen, als Außenministerin. Ne? Ja. Herr Kroll, was sagen Sie denn dazu? Alles gut, das kann passieren, technisches Unglück. 160 Tonnen. Ein technisches Unglück. Als grüne Ministerin, das ist ja schon... Kann immer mal passieren. Ne? Immer mal. Treten kann sie nicht, also muss das Problem... Sie hätte doch Linie fliegen können zum Beispiel. Ja, wohl wahr, ja. Oder Drachenflieger. Oder würdest du das machen? Nö, wenn ich Annalena Baerbock wäre. Genau. Also sie hat sich doch ganz am Anfang, war es ja auch mit Paris ganz sexy so... vor dem Eiffelturm oder so, ne? Hat sie doch alles erstmal mitgenommen, ne? So die Anlässe. Herr Kroll, aber also Politik sie, findest du ja hier immer einen Ansatz, ne? Herr Kroll, mal ein Projekt jetzt, was Sie haben, worüber Hamburg jetzt reden soll, Stadtgespräch. Hamburg soll darüber reden. Ja, Sie reden, haben ein Projekt, ein Prestigeprojekt. Das ist ganz einfach. Ich bin derjenige, der in Deutschland das Thema barrierefrei nach vorne bringt. Hat Bücher schön. Darüber geschrieben. Oh, wir haben Projekte zusammen gemacht. Das finde ich aber sehr wichtig. Genau, es ist ganz wichtig. Ja, Mann, wo barrierefrei heißt gehen, sehen, hören. Also es gibt mehrere. Ja. Es gibt jetzt mittlerweile ein Institut, das prüft barrierefreies Bauen. Das ist haben das, Sie auch was Treppenlifte, das weil ich finde auch Treppenlifte. Ja, das ist natürlich auch klar, was man nachträglich machen aber kann. Weniger aber Treppen, sondern mehr so schöne Rampen oder Bahnen. Also es wäre schön, wenn wir in Zukunft unsere Bauten alle barrierefrei planen. Na klar. Dann könnten auch die, die heute betroffen sind von Immobilien, die sie nicht mehr nutzen können, weil sie zu groß sind. Die können in solchen Wohnungen, die wir gemeinsam alle planen, viele, die hier im Team sind, können da drin leben. Da haben Sie ein USP. Ich danke Ihnen recht herzlich. Gerne. Für die Selling Proposition. Viel Erfolg, ne? Ja, nee, bei Ihnen mit dem mit Projekt. Ja, und wie war denn Ihr Name eigentlich, The Rock? Tim Horn. Genau. Flugzeugtechniker oder nee, Ingenieur? Naja, K&H-Zerspannung und genau. Laserteam. Und bei Annalena Baerbock in Zukunft im Team.
Und vor Ort direkt Flieger defekte. Ja, ein paar Teilchen bauen wir. Das können Sie schon machen. Das können wir machen. Vielen, vielen Dank fürs nette Gespräch. Dankeschön. Danke. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war die NP Summer Night hier am Kai. Ein wunderschönes Restaurant in bester Lage mit Elbblick. Und wir sind jetzt gerade draußen und erleben hier die letzten schönen Stimmungen des Abends. Eine sehr ausgelassene, schöne Sommerpartynacht haben wir heute erlebt. Und nächste Woche, oder besser gesagt übernächste Woche dann in München, da wird es dann auch eine Poolparty geben in München. Und dazu lade ich Sie dann auch recht herzlich ein. Vielen Dank Gunnar Henke, vielen Dank Christian Dunger, WDI AG, Henke Relations mit dem Metronom-Magazin Opium. Vielen Dank. Des Ganzen ist natürlich meine Frau Steffi, die natürlich seit dem 17.04.1993, also wir haben noch keine 12, aber dann wird es, also da sind wir zusammengekommen und wir sind jetzt am Morgen, also um 0:01 Uhr, dann unseren 20. Hochzeitstag und ich finde tatsächlich. Also insbesondere die Menschen, die mich länger kennen, wissen, dass es echt nicht einfach war, über mehrere Jahrzehnte das ganze Ding durchzuziehen und das mit mir so durchzuhalten. Und das ist schon toll. Und wir haben zwei gigantische Kinder. Das ist einmal Stine. Stine, kommt doch mal einmal. Ja, und Lina kann heute leider nicht dabei sein, weil sie schlichtweg nach dem Jugendschutzgesetz hier nicht hergehört. Aber ansonsten wünsche ich... ich wünsche uns gemeinsam einen so geilen Abend und lasst uns einfach weitermachen und feiern und gleich fängt der Live-Act an. Die sind schon ganz heiß, aber was nicht nur an den Temperaturen liegt. Und ja, wir freuen uns einfach. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich bin richtig hammerstolz. Dankeschön. Danke.